was ich unglaublich interessant finde, er ist kurz vorher mal noch ansprechbar gewesen, hat die Augen aufgemacht, ein paar Stunden vor dem Tod, und hat gesagt, mit ein bisschen ein Schmunzeln im Gesicht, wenn ich jetzt nicht anfange sterben, dann klappt es ja nie. Lively widerspiegelt die Lebendigkeit des Todes und öffnet dem Leben die Augen. Menschen erzählen in diesem Podcast über ihre Erfahrungen, die sie bei einem Jenseitskontakt gemacht haben und welche Wirkungen der Kontakt bei ihnen auslöste. Herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Podcast Lively. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir. Silke ist weit gefahren. Herzlich willkommen, Silke. Magst du etwas von dir erzählen? Ja, ich habe mich sehr gefreut auf unser Treffen. Habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, diesen Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, du und ich, bei einer Sitzung. Und diese Sitzung habe ich bei dir genommen, weil mein allerliebster Partner gestorben ist. Und ich so das Gefühl hatte, das tut mir gut, mit dir das nochmal anzuschauen, um dann auch mit Harry, so hieß mein Partner, dann auch einen guten Kontakt zu haben, nicht nur bis er gestorben ist, sondern auch danach. So schön. Ja, vielen Dank, bist du da. Und weil wir heute so schönes Wetter haben und die Sonne scheint, haben wir beschlossen, heute auch in den Wald zu gehen und diese Folge im Wald aufzunehmen. Man hört immer wieder mal jemanden, der durchjoggt oder die Vögel zwitschern. Und ich glaube, das passt ganz gut zu Harry. Ja, Harry war ein Naturliebhaber. Er ist geklettert, er hat viel Sport draus gemacht, er ist gewandert, er ist Motorrad gefahren. Wir sind mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen, aber immer in der Natur, im Wald, die Vögel beobachtet, die Stille genossen. Also das ist unser Feld, wo wir auch uns heute immer wieder auch treffen können gut. Also wenn ich mit ihm Kontakt haben möchte, ist es für mich sehr viel einfacher in der Natur, diesen Kontakt aufzunehmen. Schön. Jetzt sind wir auch heute hier, damit du uns erzählen kannst, wie du auch diesen Verlust mit Harry erlebt hast. Und als wir vorhin zusammen noch ein bisschen gesprochen haben, als wir ein schönes Plätzchen suchten, hast du mir erzählt, dass du bereits einige Menschen begleitet hast in ihren letzten Stunden. Möchtest du etwas preisgeben? Ja, ich möchte sogar anfangen mit einem Schlüsselerlebnis, das ich hatte, als ich 14 Jahre alt war. Mein Großvater ist gestorben und mein Vater, es war sein Vater gewesen, hat mich gefragt, ob ich den Körper noch einmal anschauen möchte nach dem Tod. Und dann sind wir zu ihm gefahren und mein Großvater war ein Arzt, der auch in Russland im Zweiten Weltkrieg freiwillig sich gemeldet hatte, dort zu arbeiten. Er war vollkommen traumatisiert und sehr bedrückend war das für uns als Kinder, ihn zu spüren, weil er durch dieses Trauma und auch diese Ernsthaftigkeit war es, konnte man spüren. Es war nichts Gutes, was er auch dort erleben musste. Hat aber nie darüber erzählt, also uns Enkeln gegenüber jedenfalls nicht. Und ich habe ihn immer so in Erinnerung als sehr ernst und traurig. Dann habe ich ihn gesehen, nachdem er gestorben war. Und es war so ein schönes, leuchtendes Lächeln im Gesicht, dass ich sofort gespürt habe, der ist gar nicht gestorben. Der hat was Wunderschönes gerade erlebt. Eine wunderschöne Befreiung. Erlösung von dem ganzen Leiden und sah so friedlich aus. Das ist für mich so der Moment gewesen, wo ich dachte, siehst du, das ist nicht alles.
wenn wir den Körper verlassen, dann gibt es da etwas, was weitergeht. Und das hat mich nicht mehr verlassen, seitdem dieses Gefühl. Nur der Körper stirbt, aber nicht die Seele. So schön. Und das hast du als Mädchen wahrgenommen? Ja, mit 14. Hast du auch noch unvoreingenommen? Ja. Und daraufhin habe ich ein Buch in dem Bücherregal meiner Eltern gefunden. Das heißt Leben, Das Leben nach dem Tod von Raymond Moody. Das ist, glaube ich, auch sehr bekannt geworden. Und das ist ein Arzt, der Nahtoderfahrungen seiner Patienten oder von vielen Patienten gesammelt hat in einem Buch. Es ist sehr empfehlenswert, das zu lesen, weil diese Menschen, die das erlebt haben, unglaubliche Parallelen erleben in ihren Erlebnissen. Und dieses Buch hat mich unglaublich gefesselt. Dann hast du das schon gelesen? Mit 14, ja. Wow. Und seitdem ist es für mich ein wichtiges Thema, mit dem ich mich auch befasse. Und du hast auch erzählt, dass du später dann auch so vor dem Tod dabei warst, im Sterbebett. Möchtest du noch etwas davon erzählen? Ja, also angefangen, dass ich es erlebt habe, den Sterbeprozess, war es zuerst bei meiner Mutter. Die ist zu Hause gestorben, weil es ihr Wunsch war. Und ich bin die letzten Tage an ihrem Bett, sehr oft an ihrem Bett gesessen. Und den Moment des Übergangs aus dem Körper raus, habe ich erlebt mit den Händen auf ihrem Körper direkt. Und sie hat so ein starkes Herz gehabt. Dieses Herz zum Stillstand zu bringen, ist etwa vergleichbar wie mit einer Lok, die du zum Stillstand bringen musst, und es dauert, bis das Herz aufhört zu schlagen. Es ist so eine mächtige Einrichtung, ein mächtiger Rhythmus, ein kosmischer Rhythmus. Und den zu stoppen, braucht unglaublich viel Macht auch wieder. Und das habe ich so spüren können am eigenen Leib, wie viel Macht hinter diesem Erlebnis steckt. Und bin unendlich dankbar, das auch erlebt zu haben. Ich muss immer mal wieder daran denken, es ist auch schon 2011, es ist schon eine Weile her. Aber es ist ein Geschenk, wenn man dabei sein kann bei dieser, bei dieser Inszenierung, die uns das Leben bietet, bei diesem Übergang. Es ist auch wie eine Geburt. Wieder in eine andere Dimension hinein. Und du hattest keine Angst? Also du hast... Ich habe keine Angst gehabt, nur Liebe gefühlt zu meiner Mutter natürlich. Und einfach unendlich berührend, das so mitzuerleben. Ich kann nur jedem Mut machen, diesen Moment nicht auszuschließen, sondern sich dem zu widmen. So wie derjenige, der geht, das möchte. Denn es möchte ja nicht jeder in Begleitung sterben. Manche möchten alleine sein. Manche wollen die Familie oder Partner dabei haben. Und es gestaltet sich aber von alleine. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwas falsch macht, weil das Leben inszeniert ist. So wie es dann schließlich passt und richtig ist. Und das war auch der Wunsch deiner Mutter, dass du dabei bist? Oder hat sich das wirklich ergeben? Es hat sich ergeben. Sie war nicht mehr bei Bewusstsein. Sie hat etwas Schmerzmittel bekommen, war schon abgetaucht. Und interessant war, ich habe 3 Geschwister. Ich habe dann in dem Moment, wo ich gespürt habe, jetzt geht es zu den letzten Atemzügen, habe ich innerlich meinen Bruder gerufen. Und in dem Moment, wo ich ihn gerufen habe, ist er in das Zimmer gekommen. So schön. Ja, es war wie Magie. Ja. Und zusammen mit meinem Bruder war ich dabei. Meine Schwestern
waren in anderen Räumen. Meine beiden Schwestern haben aber direkt den Übergang mit meinem Vater erlebt, wo ich noch im Zug gesessen bin, auf dem Weg zu ihm. Und so hat das Leben das ausgeglichen. Meine zwei Schwestern mit meinem Vater den Übergang gemacht, ich mit meinem Bruder. Mit der Mutter, auch schön. Ja. Und möchtest du erzählen, wie du es mit Harry erlebt hast, deinem Partner? Ja, also Harry hat am Morgen des Sterbetages beziehungsweise hat entschieden gehabt, er lässt jetzt los. Er ist bereit, das anzunehmen. Vorher hatte er noch tagelang dagegen gekämpft, war im Unfrieden damit. Und an dem Morgen, also Sonntagmorgen ist er gestorben am Morgen. Und Samstagmorgen, als ich zu ihm gekommen bin, es war 5.55 Uhr, ich habe auf die Uhr geschaut, hat er mir mitgeteilt, er möchte Hilfe von der Ärztin haben. Er ist bereit. Dann ist die Ärztin sofort gekommen, hat mir gezeigt, wie ich Morphium spritzen kann, weil das war nötig wegen der Schmerzen. Ja. Habe ich dann auch selbst gemacht und ihn dann begleitet, zusammen mit der Familie von ihm, seine Eltern, seine beiden Töchter und Schwiegersohn und Bruder mit Frau und auch Ex-Frau. Es war die ganze Familie dabei, im Frieden. Und es war für ihn so gewählt, dass wir alle da sind. Es war sein Wunsch. Und er hat sich persönlich verabschiedet von jedem, der ins Zimmer gekommen ist, einen Satz oder ein paar Worte noch gesagt, sehr schön und berührend, dass er das so bewusst gemacht hat, sich verabschiedet. Das ist das, was sich viele wünschen, oder? Dass sie noch etwas sagen können zu jedem Einzelnen. Ja. Und zu mir hat er gesagt, zwei Worte, sei glücklich. Schön. Und das ist ein wunderschöner Wunsch. Weil es ist auch schwer für diejenigen, die uns verlassen, uns da zu sehen, dass wir ja bleiben müssen oder sollen oder wie auch immer. Und das ist auch nicht leicht. Also für uns ist es nicht leicht, sie gehen zu lassen. Und für die, die gehen, ist es aber auch nicht leicht, uns da noch zu sehen, weil man hat sich ja unendlich lieb. Genau. Ja. Und hast du dir das zu Herzen genommen, glücklich zu sein? Ja, erst hat es mich ein bisschen wütend gemacht, weil ich dachte, du haust jetzt hier ab und ich soll glücklich sein. Wie soll ich das schaffen? Das ist die schwerste Aufgabe, die du mir hier gibst, weil wir uns so unendlich lieben. Dann habe ich gesagt, dann musst du mir aber auch helfen bei so einer Aufgabe. Ja, und ich habe wirklich seitdem das Gefühl, er hilft mir. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Engel an meiner Seite, der mich unterstützt im neuen Lebensabschnitt, der auch angefangen hat. Und ich spüre das manchmal sehr deutlich, manchmal weniger deutlich, je nachdem, in welcher Stimmung man selbst ist. Und ich träume viel von ihm. Er gibt mir in den Träumen Botschaften. Und er erscheint, Entschuldigung, er erscheint ab und zu als Mäusebussard oder Milan oder als Vogel in einer Form oder als Amsel, die singt. Er war in seinem Beruf Pilot und hat auch Gleitschirmfliegen gemacht, sodass das sein Element sowieso war, das Fliegen. Und jetzt auf dem Weg zu dir, als ich gestartet bin mit dem Auto, ist ein Mäusebussard mir direkt vors Auto geflogen, hat sich gezeigt und
hat sich dann an die Seite der Straße gesetzt und ich wusste, ah ja, Harry, du bist dabei. Dann bin ich hier, weil ich ein bisschen früher da war, spazieren gegangen und es sind ein Mäusebussard und ein Milan über meinem Kopf, direkt über meinem Kopf geschwebt, haben ein bisschen gegeneinander gekämpft, wer ist hier der Stärkere? Und das ist so schön, wenn man das so erlebt als, ja, Harry, du bist da. Ich bin nicht alleine. Auch wenn es begleitet, in die Schweiz begleitet haben. Auch wenn es sich oft so anfühlt, dass man alleine ist. Das ist schwierig. Man hat nichts zum Anfassen und es ist niemand, der einen direkt anschaut. Aber wenn man sich einlässt auf eine ganz neue Dimension von Kontakt, sollte man keine Scheu haben, habe ich auch gedacht. Ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Was ist noch möglich? Was können wir vielleicht noch entdecken? Was können wir noch fühlen lernen, wo wir noch nicht können? Da bist du immer wieder in Kontakt mit Harry. Wenn, könntest du beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du das machst, wenn du mit Harry redest oder wenn du Harry spürst? Ja, ich habe tatsächlich ganz konkret ihn eingeladen. Harry, mach doch bitte die Fahrt jetzt mit, mir mit. Unterstütz mich bitte. Und mal so ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Nachdem er gestorben ist, war ich auch etwas überfordert mit so manchen Dingen, die man im Alltag machen muss. Irgendwelche geschäftlichen Dinge. Ich musste noch das Konto, seine Überweisung für seine Krankheitsgeschichten machen. Und dann habe ich einmal auch gedacht, oh, du musst mir jetzt helfen. Und dann ist direkt vor mir ein Auto gefahren mit der Autonummer 4x9. Und 4x9 ist in seiner Telefonnummer drin gewesen. Und auch in meiner Telefonfaxnummer habe ich auch 4x9 drin. Und es ist mir schon öfter passiert, wenn ich sage, hilf mir bitte, dass ich dann auf der Straße 4x9 im Auto sehe, oder? Dass direkt mir dann als Antwort entgegenkommt. Also auch Zahlenkombinationen, die dir und ihm bedeutet haben. Ja. Also kann man sich auch auf diese Zeichen Acht geben. Ich höre ja immer von Schmetterlingen oder Fäden, aber du würdest auch sagen, dass diese Zahlen auch dir öfters schon begegnet sind in der Kombination. Ja, sein Sterbedatum ist 22.05.22 und diese 4x2, die auch in dem Sterbedatum sind, die sind mir auch schon sehr oft dann begegnet, auch heute auf der Fahrt in meinem Kilometerstand. 32.222. Und ich schaue auch gerade drauf. Und das sind auch sogenannte Engelszahlen, wenn Ziffern mehrmals in der Folge vorkommen. Also zwei oder drei oder viermal die gleiche Zahl. Kann man auch nachlesen. Im Internet gibt es so die Engelszahlen. Das ist sehr interessant. Hab dasselbe mit meiner Schwester, die auch 2016 gestorben ist, und deren Kindern, die haben immer zwei oder dreimal die 7. Also was bei mir 4x9 oder 4x2 ist, ist bei denen die 7, weil das ihre Verbindung zu ihrer Mama war. Und wenn du, sehr schön, wenn du dann diese Zahlen siehst, dann weißt du, jetzt ist Harry besonders da. Oder was ist das dann ja, so für dich? Ja, es ist so, es kribbelt dann im Körper und ich kriege ein bisschen Gänsehaut und so das Gefühl, ja, ich bin nicht alleine. Sehr schön. Ja. Es gibt auch immer wieder Hoffnung, oder? Ja, das gibt Hoffnung. Und viele sagen, ja komm, das bildest du dir ein. Aber wenn man es immer wieder so erlebt, in der direkten Verbindung und auch im direkten Zusammenhang, dann warum soll es nicht eine ganz andere Dimension davon geben, die wir noch nicht so, vielleicht noch nicht so zu Hause drin sind, aber die es doch gibt. Ich kann jedem nur Mut machen, auf solche Zeichen auch zu achten. Heißt ja nicht, dass man die Seele festhält, dass sie hier bei uns bleiben muss in der Nähe. Die Seele ist ja frei.
Aber sie kommt ja freiwillig. Sie meldet sich ja freiwillig, sie muss ja nicht. Ja, genau. Ja, das hört man ja immer wieder mal, dass die Menschen denken, ja, jetzt muss ich, oder es wird einem ja auch oft gesagt, jetzt musst du loslassen und jetzt musst du jemanden gehen lassen. Ich würde das auch nicht so beschreiben. Es ist schon immer wieder gut, gerade wenn du ja, Harry, spürst, vielleicht dann auch wieder Tschüss zu sagen für den Moment, könnte ja. Ich mir vorstellen. Aber das heißt ja dann nicht, dass er sich auflöst, sondern vielleicht bist dann du auch wieder beschäftigt und machst was anderes und dann ist Harry ein bisschen wieder weiter weg. Natürlich. Das ist ja so, so wie eine Verschiebung, aber nicht ein Weggehen oder ein sich auflösen. Nein, und die Seele, die gegangen ist, die entscheidet ja auch selber. Wir müssen ja nicht meinen, wir hätten jetzt irgendwie die Macht über sie. Ja, genau. Ja, sie sind ja selber auf ihrem Weg und sie müssen ja nicht kommen, wenn man sie ruft. Mhm. Es ist ja freiwillig. Ja, und meistens kommen sie ja auch, weil sie haben die einem auch gern, oder? Ist ja, auch schön. Ich denke, sie unterstützen uns auch vielleicht gerne, weil sie sehen ja andere Dinge. Mhm. Denken sie jetzt, sei vielleicht nicht traurig, weil es ist nicht so traurig vielleicht, wie wir vielleicht meinen. Mhm. Das hört man ja oft von so Nahtodberichten, dass dann eine Leichtigkeit kommt und wir alles hier viel zu ernst nehmen. Ja, genau. Wenn du jetzt nochmal an diese zwei Worte, die Harry dir gesagt hat, wenn du nochmal an die denkst, ist das sei glücklich immer wieder etwas, was dir so im täglichen Leben begegnet. Wenn du gerade mal merkst, ich bin gerade nicht so glücklich oder ich fühle mich gerade einsam, ist es so ein Wort, das dann immer wieder kommt, weil es ja ein Wunsch war von ihm, dass du glücklich bist? Ja, es ist sehr, sehr tief, dieser Wunsch. Es ist natürlich unsere Lebensaufgabe sowieso, ich denke für jeden, für uns. Jeder möchte vielleicht glücklich sein und versucht das auch tagtäglich. Und ich finde es wunderschön, dass er mir das gewünscht hat. Was kann man Schöneres jemandem wünschen, den man liebt, als diese zwei Abschiedsworte. Und es hat schon etwas von etwas Buddha-ähnlichen. Dieses Lächeln, was er auch hat am letzten Tag, hat er auch dieses Lächeln gehabt. Nach den ganzen 12 Tagen, die sehr, sehr schwer waren. Davor hat er ein Lächeln wieder bekommen am Sterbetag selbst. Und wie war so die letzte Zeit, bevor er dann gestorben ist an diesem Tag? So die letzte Stunde? Ja. Er ist immer tiefer weggegangen, also immer weiter weg von uns, von der materiellen Welt, immer weiter weg vom Körperlichen. Und was ich unglaublich interessant finde, er ist kurz vorher mal noch ansprechbar gewesen, hat die Augen aufgemacht, ein paar Stunden vor dem Tod, und hat gesagt, mit ein bisschen ein Schmunzeln im Gesicht, wenn ich jetzt nicht anfange sterben, dann klappt das ja nie. Und dann habe ich gefragt, habe den Moment seines Wachseins genutzt, zu fragen, wie ist denn das Sterben? Dann hat er gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, es ist alles neu. Alles neu. Und dann ist er wieder abgetaucht. Mhm. Es ist nicht beschreibbar gewesen. Wow. Du würdest auch sagen, wenn du sagst, so das Körperliche und das Geistige trennt sich in dieser Zeit eben wieder, dass er schon in der geistigen Welt war oder in dieser Zwischenwelt, wenn er nicht mehr ansprechbar war. Ja, so hat es sich angefühlt. In den Körper und manchmal wieder aufgetaucht, um kurz sich zu verabschieden und wieder weg. Mhm. Und ganz kurz vor Ende, die letzte Minute, sind die Augen aufgegangen. Und der Blick ist in die Ferne gegangen, sehr weit weg, wie in einer völlig anderen Welt. Mhm. Und er hat verschiedene Punkte fixiert, wie wenn er was entdeckt und sieht, was Neues oder auch was er kennt, wiedererkennt, in verschiedene Richtungen fixiert. Dann hat sein Bruder noch gesagt, oh, du hast aber
einen wunderschönen Empfang dort oben. Da scheint ja einiges dich zu begrüßen. Und dann ganz am Ende ist der Blick so kristallklar geworden. Ich dachte, ich schaue in ein Bergkristall. Und dann hat er nicht mehr geatmet, dann sind die Augen wieder von allein zugegangen. Ja. Du hast das gespürt, dieses Ausatmen, oder hast du das wahrgenommen? Ja, das letzte Ausatmen. Und dann war Stille und Frieden. Und eine ganz schöne Stimmung im Raum. Sehr, sehr heilig und friedlich und still. Ja. Gab es noch etwas, was du gemacht hast danach? Danach haben wir nicht gleich den Bestatter angerufen, ein bisschen gewartet und haben dann miteinander mit der Familie besprochen, dass er erst am nächsten Tag abgeholt wird. Und dann haben wir Totenwache gehalten, so wie man das früher gemacht hat. Durchgehend immer einer am Bett. Der Vater war viel am Bett. Ich musste die Nacht mal wieder schlafen. Und so haben wir uns abgewechselt. Und es war schön, sich noch die Zeit zu nehmen. Ist auch von mir noch Verwandtschaft gekommen, sich zu verabschieden. Und Nachbarn hatten die Möglichkeit, so ein bisschen Zeit zu nehmen. Und die Katze von ihm hat sich auf ihn gesetzt, auch nachdem er gestorben war, und hat den Arm abgeschleckt, den nackten Arm abgeschleckt, intensiv abgeschleckt, ja, und sich auf die Weise auch noch verabschiedet. So schön. Das hat uns sehr berührt. Ja. Auch gespürt, dass da keine Seele mehr im Körper ist, wahrscheinlich. Hat es gespürt und sich auf seine Beine noch gelegt, obwohl er ja schon gestorben war. Das ist sehr ungewöhnlich. Und man hört ja öfters, man muss dann das Fenster öffnen, damit die Seele raus kann. Habt ihr das auch gemacht? Ja, wir hatten das Bedürfnis, auch im Sterbeprozess schon das Fenster zu öffnen. Ja. Das war so ein Körpergefühl, wir müssen das haben, da muss Luft sein. Ja. Und der Bestatter hat auch gefragt, weil es ein bisschen umständlich gewesen wäre, ihn aus dem Flur herauszutragen, ob es in Ordnung wäre, ihn durch das Fenster raus zu tragen mit der Bahre. Und wir haben das gesagt, ja, natürlich. Und für mich war das auch symbolisch, weil die Seele ja angeblich durchs Fenster rausgeht, der Körper dann auch durchs Fenster rausgegangen ist. Dann warst du ja letztes Jahr bei mir. Wie bist du darauf gekommen, einen Jenseitskontakt zu machen? War das schon immer klar? Wie hast du das gespürt? Ich habe eine Freundin, die hatte einen Jenseitskontakt mit jemandem, mit einer Kollegin oder Bekannten von dir. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie arbeitet auch in der Schweiz. Und diese Freundin von mir hat es gemacht für ihre Mutter, die gestorben ist. Und ihr hat es so gut getan, dass sie, nachdem Harry gestorben ist, gesagt hat, geh doch unbedingt so einen Jenseitskontakt herstellen. Es tut so gut, es hilft. Und die sie mir vorgeschlagen hat, hat dich vorgeschlagen, weil sie es nicht mehr macht. Und ich bin sehr glücklich, dass ich dich getroffen habe. Ich habe diese Aufnahme, die ich von dir gemacht habe, öfter danach angehört, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich es angehört habe, hat es mir nochmal etwas anderes gesagt. Man kann es immer wieder anhören und es kommt was anderes durch, von Informationen oder vom Gefühl oder von der Bestätigung. Es hat mir geholfen, das öfter zu hören. Ja. Das höre ich immer wieder, dass meine Kunden oder Kundinnen wirklich das genauso erzählen, dass die Aufnahme dann so viel bedeutet, weil immer wieder was anderes kommt. Das ist ganz spannend, dass du das auch sagst. Ja. Und ich habe ja auch dir nur den Namen genannt, Harald oder Harry.
Und sonst habe ich dir ja nichts gesagt. Und alles, was du erzählen konntest über die Eltern, über die Ex-Frau, über die zwei Töchter, über alle möglichen Alltagsdinge auch. Ich finde es ein Phänomen. Du wusstest nichts außer den Namen. Und es ist unglaublich viel Detailliertes doch durchgekommen, wo ich denke, woher kannst du das wissen? Mhm. Das ist für mich eine Bestätigung. Du konntest die Töchter beschreiben, wie die sind, alles beschreiben. Mhm. Es ist unglaublich faszinierend für mich auch gewesen, das so zu erleben. Ja, Frau, das ist ja sicher schon wichtig, dass du wirklich so Einzelheiten bekommst. Weil wenn ich jetzt nur sagen würde, Harry ist ein guter Typ und der ist lieb, ja, und so und der umarmt dich jetzt, dann, ja, ist das zwar schön, aber das reicht, vielleicht das reicht nicht. Einfach nicht, ja. Und während dem Kontakt weiß ich ja dann nicht, was es genau war, was ausschlaggebend war, wo du denkst, ah ja, das ist Harry, das ist wirklich Harry, weil das war, vielleicht so hat er etwas gesagt oder so hat er etwas beschrieben. Das ist ja auch nicht wichtig für mich, dass ich das weiß, was jetzt bei dir so nachgewirkt hat, weil ich ja mich einfach mit Harry verbunden habe und ihn einfach so quasi, so wie ein großes Bild, eine große Leinwand, und ich sage, Harry, komm, bemal das jetzt mal und sag uns alles, was du erzählen möchtest aus deinem Leben. Und ich mag mich noch erinnern, dass er nämlich auch viel noch gesagt hat zu seinem Haus und, ja, genau, und der Umgebung und, ja, und wie das so zusammenwirkt. Da merkt man auch, dass es ja nicht nur darum geht, dass er erzählt hat von seinem Leben in der Vergangenheit, sondern auch vom Jetzt. Ja. Vielleicht auch, was dich bedrückt oder bewegt. Ja. Das ist auch wieder ein Zeichen, dass sie uns weiterhin begleiten. Sonst hätte ich diese Informationen ja nicht bekommen. Ja, es ist für mich sogar ein Beweis, weil du kannst nicht mehr wissen als mit dem Namen. Woher weißt du das alles, was alles passiert und was alles dort vor Ort ist? Es war so unglaublich, eins zu eins, richtig alles, was du beschrieben hast, einschließlich seiner Indianerkraft, die er ausstrahlt und in seinem Wohnzimmer immer ein Indianer-Häuptlingsbild auch gehangen hat. Mhm. Das hat mich auch so beeindruckt, allein so Kleinigkeiten, die dann so stimmen, bis ins Detail. Als du bei mir warst und dich auf den Heimweg begeben hast und auch so die Zeit danach, was würdest du sagen, was hast du so mitgenommen von diesem Jenseitskontakt bei mir? Es hat mir Mut gemacht, mein Leben zu leben, meinen Weg weiterzugehen, weil wir können ja nicht ewig in der Trauer bleiben, so traurig das auch ist. Und diesen Mut, meinen eigenen Weg weiterzugehen, in einer völlig neuen Form, die wir auch neu entdecken, und mit dem Gefühl, Harry stärkt mir den Rücken, wie ein Adler, der hinter mir ist und mich pusht und sagt, komm, leb dein Leben. Sei glücklich. Sei glücklich. Ich unterstütze dich drin. Oh, so schön. Und es waren schwierige Monate für mich auch, sehr schwer mit allem, was drumherum auch passiert ist. Und auch da habe ich mich unterstützt gefühlt und bin voller Liebe und Hoffnung. Es wäre schon eigentlich ein wunderbares Abschlusswort. Jetzt möchte ich dich aber trotzdem noch fragen, weil ich finde, du bist so verbunden. Wenn man dich reden hört, dann merkt man, dass diese Situation mit 14 Jahren dich sehr geprägt hat, glaube ich. Dass du heute gar nicht mehr so die Trennung machst zwischen dem, was wir hier haben und dem, was wir vielleicht nicht sehen, aber trotzdem da ist. Wenn du jetzt aber so an die Menschen denkst da draußen, die diesen Podcast hören, hättest du noch so eine Botschaft, wie sie vielleicht diesen Weg ein bisschen einfacher gestalten können, eben diesen beiden Ebenen zu verbinden? Ja, also erstens ist es so, dass ich jedem empfehlen kann, so ein Kontakt, Jenseitskontakt auch mit jemandem zu machen, damit man auch das etwas unterstützt bekommt, nicht allein zu sein. Und zweitens auch Mut zu machen,
wenn jemand im Sterbeprozess ist, sich trauen hinzugehen, sich trauen ans Bett zu sitzen, sich trauen, diesen Sterbeprozess direkt zu begleiten und nicht als Tabu zu sehen, darüber zu reden, auch mit demjenigen, der geht, das Gespräch zu suchen und sich zu öffnen für ein Erleben miteinander, sodass das Sterben etwas ist, was einen bereichert und auch noch tröstet, dass man es zusammen erleben kann. Weil es ist auch ein Trost, dabei gewesen zu sein und das Gefühl zu haben, ja, wir haben das zusammen gemeistert. Jeder auf seiner Seite. Vielen Dank, Silke, für deine berührenden Worte. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast und wir zusammen hier im Wald das machen konnten.